Mit einem Verlust von 16 Milliarden Schweizer Franken haben Anleger in die Credit Suisse Anleihen den größten Ausfall ihrer Geschichte von sogenannten Coco-Bonds verzeichnet. Contingent Convertible Bonds oder auch Coco-Bonds sind spezielle Anleihen, die eine besondere Rolle haben. In einer finanziellen Notsituation kann die Bank, die diese Anleihen herausgibt, entscheiden, diese Anleihen in Eigenkapital zu wandeln. Allerdings gab es eine Besonderheit bei der Credit Suisse. In einer solchen Situation kann die Bank diese Anleihen nämlich einfach wertlos verfallen lassen, um ihre Bilanz schnell zu verbessern. Somit konnte die Credit Suisse sich entschulden und das auf Kosten der Anleger, die fast einen Totalverlust erlitten haben. Daher stellt sich die Frage, warum investieren Anleger überhaupt in Coco-Bonds? Die Frage ist eher rhetorisch, die Rendite ist natürlich die Antwort. Coco-Bonds bieten vergleichsweise hohe Zinsen auf das investierte Kapital, was dazu führt, dass Investoren das Totalverlustrisiko in Kauf nehmen. Es gilt das alte Börsensprichwort, je größer das Risiko, desto größer muss auch die potenzielle Rendite sein. Dieses Risiko ist jetzt eingetreten. Die Kurse jeglicher Coco-Bonds der Credit Suisse sind abgestürzt und somit praktisch wertlos geworden.